Recht herzlich willkommen zur 230. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind ganz nah beieinander, müssen gucken, dass wir da gleich sofort reinspringen. Wo ist denn das Ding hier? Orbit. Orbitalstation, das müsste es das sein. Gehen wir da mal rein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wen ich steuern konnte, aber ich glaube, es war der, oder? Und bitte Bild. Bitte zeigen. Da war wohl was falsch, oder? Schnell raus hier. Space Center, das will ich jetzt auch nicht recovern. Habe ich doch gerade Orbitalstation angeklickt, ne? Oder? Wieder falsch geklickt oder war das jetzt nicht das? Die ist aber nicht schon abgestürzt, ne? Kerbin-Station heißt auch nicht und Orbitalstation, alles klar. Da waren wir auf dem falschen Dampfer. Kerbin-Station Relay. Kerbin-Station Relay. Minus. Wo ist denn das Ding jetzt? Da unten ist Expansion. Die sind definitiv da, ist es. Jetzt müsste es richtig sein. Jetzt sind die natürlich schon 5 Meter weiter geflogen. Aber das kriegen wir auch noch hin, ne? Also, das wird jetzt spannend hier. Wir waren letztes Mal, glaube ich, aus dieser Ansicht unterwegs, ne? Ich glaube, wir können mal einmal Triebwerk anmachen. Drehen das mal ein bisschen in die entscheidende Richtung. Mach da. So, ja, und dann nicht so, sondern so. Ich glaube, ne. Nee, andersrum, komm. Zack, zack, zack. Und hier müssen wir nochmal Stoff geben. Nee. Aber schon so. So, jetzt ein bisschen noch da. Und drauf zu, oder? So, jetzt senkt er sich auf jeden Fall. Nee, das war falsch. Das auch, das ist richtig. Annähern. Weiter runter. Oh. Nein. Tiefer. Komm, pack jetzt an. Kommen wir dann. Nee, das klappt wieder nicht. Vielleicht kriegen wir seitlich nochmal geflogen.
Ich sehe, man sieht es jetzt natürlich äußerst schlecht, aber es ist einigermaßen dran, also sozusagen, ne? Den müssen wir mal gerade wegmachen. Das ist jetzt die zwei Richtungen hinzukriegen, ne? Das war die falsche Richtung. Wir müssen nochmal nach da. Noch mehr nach da. Kriegen wir das denn nochmal? Okay. Ja, jetzt rammen wir das Ding, glaube ich. Wäre natürlich jetzt der Hammer, wenn da das dran ergehen würde, ne? Jetzt berühren wir das Teil, oder? Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht da was kaputt machen. Okay. Ich glaube, so kriegen wir das nicht da dran, ne? Glaube ich nicht. Jetzt müsste man nur gucken. Ja, das kommt zum Docking Port hin. Man sieht so schlecht, ne, ob man da dran ist oder nicht. Komm schon jetzt. Sauch dich jetzt da dran. Mann, ist das schwierig. Wir sind natürlich auch jetzt gerade vorbei an der Geschichte, ne? Ich glaube, wir müssen einmal nach da. Um dass wir nicht so weit wegdriften. Kriegen wir das erstmal gedreht in irgendeiner Form, dass wir das mit der Steuerung mal besser hinkriegen. 90 Grad Drehung. Okay, jetzt geht es erstmal wieder aneinander vorbei. Okay. Also ich muss das Teil mal drehen, dass ich das erstmal so hinkriege, dass ich, wenn ich links klicke, das Teil auch nach links sich bewegt. Ne? Das funktioniert aber auch alles nicht so wirklich. So. Komm schon, schließ dich da an.
Es ist äußerst schwer zu sehen, das ist das in diesem 3D-Raum, ne? Falsche Steuerdüsen halt, mit den Steuerdüsen wäre das total simpel. Aber leider ist das hier halt schwierig jetzt mit dem. Man sieht es einfach nicht, wo man hin muss. Müssen wir noch da lenken, damit er wieder kommt. Okay, jetzt sollte es passend sein. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich mal den da. Diesen hier. Weiß ich aber nicht. Eigentlich sieht es sehr gut aus. Aber da klappt es jetzt nicht, oder was? Oh, komm schon. Jetzt schiebt er sie weg, oder was? Jetzt lass es dran gehen, bitte. Autosaving und wir haben es geschafft. Das Ding ist aneinander. Gut. Es gilt als eine Einheit, sehen wir hier an den Triebwerken. Und dann müsste es ja eigentlich hier auch die Aufgabe erledigt haben, ne? Expand Station, Cabin Around Cabin hat alle Haken gekriegt. Das ist wunderbar. Es hat dann doch noch geklappt. Ich habe schon fast gar nicht mehr mit gerechnet, dass wir das hinkriegen, weil wir halt diesen Treibstoff nicht hatten. Aber es ist vollbracht. Ich weiß es auch nicht, wie gut das aneinander festsitzt. Wahrscheinlich ganz schlecht. Jetzt müssen wir aber auch einmal gerade gucken, wie die Umlaufbahn ist. Nicht, dass das Ding nachher irgendwann abstürzt. Cabin ist 109. Also der ist 109 und der da hinten ist ja 300. Also passt. Wunderbar, haben wir das geschafft. Wunderbar, das macht richtig Spaß jetzt zum Schluss. Aber die ersten Folgen da, ne, mit der Annäherung waren natürlich richtig stressig, ne, muss man sagen, ne. Aber das ist ja jetzt gut gelaufen. Ja, ist alles dran, ne? Stelle ich mir gerade die Frage, hatten wir hier gar keine Dingens, keine Solarschilder? Doch, da sind doch Solarschilder. Expand Solarpanels. Okay. Die klappen aus. Da oben ist auch noch eins. Und da unten ist ja auch dann noch eins. Keine Ahnung, warum das nicht ausgeklappt war, aber jetzt sind sie ausgeklappt. Gut. Da läuft Strom ohne Ende. Wir haben Auxiliary Liquid Fuel, also wir haben ein bisschen in dem einen Triebwerk drin, ist klar. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das umpumpen könnte, aber ich glaube eher nicht, ne? Das wäre jetzt aber auch nicht das Ding. Wir sind auf jeden Fall mit unserer Station eine Nummer größer geworden und müssen gucken, dass wir das dann alles soweit hinkriegen, würde ich sagen. So, da können wir ins Space Center zurückgehen, weil die Aufgabe ja erfüllt ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir dafür jetzt kriegen oder gekriegt haben. Müssen wir dann mal gucken. Forschungszentrum. 156, nee, da gab es jetzt nicht wirklich was für, oder? Oder doch? Aber das muss doch abgeschlossen sein. Warte, dann gehen wir hier zurück. Wir müssen da reingucken. Weil die New Orbital Station on a Solar Orbit.
aktiv. Brauchen wir ja Explore, Duna, Rescue Terminal. Minmus. Rescue. Das ist aktiv. Das haben wir. Explore Duna. Rescue. Build a new orbital station around Minmus. Position Satellite Rakete in an orbit. Okay. Position in a specified orbit of Duna. Rescue Bus Freed from orbit of Minmus. Rescue Dayford from orbit of Minmus. Position Satellite in a specified orbit of Duna. Rescue Junggard from orbit of Minmus. Test LFP, okay, das war klar. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wer noch unterwegs ist, ne? Dann hatten wir ja auch noch alle. Nach Duna geht die Reise ja sowieso. Und das dauert ja auch noch länger. Aber es waren ja auch noch welche zurückfliegend, oder? So, setzt das. Tibets Raumstadt. Den sollten wir irgendwo retten. Okay. Ist denn da noch einer drin, ist die Frage. Oder haben wir den schon rausgeholt? Ich weiß gar nicht. Minmus V6. Die sind auf dem Weg zurück, oder? Nee. Die fliegen ja noch hin. Tom Ford's Kapsel. Kerbin Station, das ist jetzt das neue Gerät. Und das andere ist ja verschwunden dann. Weil eins geworden. Relay. Minmus V6. Wo sind die? Die sind auch noch da auf dem Weg. Okay. Was für ein Wrack? Ist da. Das ist Minmus. Satellitenrakete, die sollen wir neu positionieren, ne? Wo ist die? Da ist die. Ja, das müssen wir dann mal angucken. Aber das, denke ich mal, ist dann... Da ist aber auch noch eine Satellitenrakete, also... Da ist noch eine. Ist ja dreimal dann. Ist ja auch krass, oder? Ja, da müssen wir gucken, was wir als nächstes dann machen. Also hier... Luna ohne Wiederkehr. Was ist denn das jetzt hier? Kerbal Space Center, okay. Fliegt jetzt da so raus dann. Alles klar, das ist eine ganz lange Strecke. Okay. Das haben wir da. Und die anderen? Müssten da auch hier umblinken. Minmus V6. Wo sind die denn jetzt, bitteschön? Achso, die sind auf dem Weg noch hin, ne? Weil das ist ja Minmus dann, ne? Ja. Aber der fliegt ja jetzt noch da und bewegt sich noch nach da, okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir aber auf jeden Fall für diese Folge erstmal durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, dann macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wann das nächste Video kommt. Ach, und eine Kommentarfunktion gibt es hier natürlich auch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Kommentare schreibt, ob's positiv oder negativ ist es egal, nur wichtig ist, dass er es reinschreibt und dann auch kann man was ändern. Also ich würde es gern machen. Ich melde mich dann wieder in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.